Es ist schön, dass du mich mal besuchst. Hä, nein! Sprich doch wieder platt mit mir. Ich will das doch lernen. Also gut, fein, dass du wie besorgen deist. Der Klassiker von Erich Kästner kommt nun zweisprachig auf die Bühne. Teils auf Hochdeutsch, teils auf Platt. So soll das junge Publikum, das vielleicht noch nicht so sicher im Plattdeutschen ist, an die Sprache herangeführt werden. Wenn du die Emotionen siehst oder wenn du die Situation insgesamt oder die Vorgänge erkennst oder so, kannst du dir die Sprache viel schneller einfach selber erschließen. Und das hilft sehr. Also man ist überrascht, wie pfiffig die Kinder sind. Die merken gar nicht, dass es so wie eine zweite Sprache ist häufig. Das Mädchen Luise, genannt Pünktchen, wächst in einem großbürgerlichen Haushalt mit Personal auf. Anton dagegen lebt mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Anton geht betteln, um das Haushaltsgeld zu verdienen. Und obwohl sie eigentlich keine Geldsorgen haben, verkaufen auch Pünktchen und ihr Kindermädchen Fräulein Andacht Streichhölzer auf der Straße. Riedsdecken, guckt sie Riedsdecken, meine verehrten Damen und Herren, hätt sie doch ein Hart mit uns arme Lüt, der Schachtel bloß kein Pen. Immer wenn die Eltern ausgehen, nimmt das Kindermädchen Pünktchen mit zum Betteln. Das Geld behalten die beiden aber nicht, sondern müssen es Robert, dem zwielichtigen Verlobten von Fräulein Andacht, geben. Was ich an der Geschichte besonders finde, ist, dass man sehr lange eigentlich nicht genau weiß, worum es geht. Also es ist so wie so ein Suspense. Man denkt die ganze Zeit so, es gibt so ein Geheimnis und das wird recht spät gelüftet. Und ich finde es auch eine Herausforderung für die Kinder. Aber ich hoffe, dass sie das mitgehen und dann in diese Nachtwelt und diese geheimnisvolle Welt irgendwie mit einsteigen. Robert gelingt es sogar, an den Schlüssel zum Haus von Pünktchens Familie zu gelangen. Dank Antons Hilfe wird der Einbruch aber rechtzeitig entdeckt. Servus. Nur vier Personen stehen in immer wechselnden Rollen auf der Bühne. Die vielen Auf- und Abgänge und schnellen Kostümwechsel verlangen den Schauspielern alles ab. Wir übernehmen auch sozusagen Verantwortung jeweils füreinander hinter der Bühne. Weil die Kolleginnen und Kollegen haben ja nicht immer Zeit, ihre Sachen dahin zu legen, wo sie sein müssen, wenn der Auftritt kommt. Das heißt, wir sprechen uns auch ab, kannst du meinen Hut in der Szene dahin legen, dann lege ich deine Streichhölzer dahin. Pünktchen und Anton läuft ab heute im Studio des Ohnsorgtheaters. Vormittags nur für Schulklassen, für die Nachmittagsvorstellungen gibt es Karten im freien Verkauf. Das Zimmer mit der grünen Tapete und von jetzt an bleiben wir alle für immer zusammen. Das ist ja